Was erwartet denn die Besucher hier heute? Ja, die Besucher erwartet das erste Event, das Kickoff-Rennen sozusagen zu Sporttrauma Bonn. Sporttrauma Bonn ist dahingehend interessant, dass es den Zusammenschluss ist zwischen Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlern, Sportmedizinern, Ärzten, Trainern, Sportlern, Sportbegeisterten, dass wir versuchen, den Austausch, den Erfahrungsaustausch, Wissenaustausch aus verschiedenen Perspektiven zu leisten und das eben auf Augenhöhe. Das heißt, der Sportwissenschaftler diskutiert mit dem Physiotherapeuten und auch mit dem Arzt, wie man am besten Sportler präventiv oder auch im Verletzungsfall operativ behandelt. Nun steht das Thema Handball im Vordergrund. Warum ist damit der Beginn gewählt? Wir haben einen sehr engen Bezug zum Handballsport. Professor Steuer, dessen Nachfolger ich bin im Rita-Weib-Krankenhaus hier in Bonn, war jahrelang der leitende Verbandsarzt vom Deutschen Handballbund. Mhm. Er hat mich damals als 2006 als jungen Arzt auch dort mit hingenommen. Ich habe dann auch 10 Jahre lang die Nationalmannschaft betreut. Und ich bin nach wie vor der Vorsitzende der Deutschen Handballärzte. Und somit haben wir natürlich einen sehr, sehr engen Bezug zu der Sportart. Jetzt ist das eine Mischung aus Vorträgen und auch Ausstellungen und Messe. Was ist da der Hintergrund? Dass die Sportler natürlich optimal versorgt werden sollen. Wir haben hier zum Beispiel die Ausstatter, die die Physiotherapeuten beliefern am Spielfeldrand, die auch präventiv mit Orthesen etc. tätig werden können. Und dass auch da das Neueste vom Neuen hier präsentiert werden kann. Wie wird die Serie fortgesetzt? Also im nächsten Jahr, wahrscheinlich wieder im März, mit der nächsten Veranstaltung dann. Und was liegt näher als das Thema Basketball im Bonn?